Liebe Schüler, ich habe mir gedacht, heute muss mal was Lustiges her für euch. Ich bin natürlich immer noch beim Thema Ostern. Ich habe hier eine Osterhasenvorlage ausgemalt. Die Vorlage habe ich für euch gezeichnet und die lade ich euch auch hoch. Und jetzt werdet ihr sagen, ja, vielleicht ein ganz netter Osterhase, aber was ist denn an dem jetzt so besonders lustig? Das werde ich euch gleich zeigen. Also, das Ganze funktioniert so. Und schon ein bisschen lustiger, oder? Jetzt sage ich erstmal was dazu, wie ich das ausgemalt habe. Also ihr bekommt von mir meine Vorzeichnung, so als Vorlage. Ihr könnt natürlich auch selbst einen Osterhasen oder ein anderes Gesicht selber entwerfen. Wichtig ist dann, wenn das Papier geknickt ist, ich sage euch dann wie, dass der Kopf praktisch hier liegt, egal wie groß der jetzt ist, und dass an dieser Stelle dann das Maul aufgeht. Also das müsst ihr beachten, wenn ihr selbst sowas konstruiert. Ansonsten habe ich das Ganze mit Buntstiften ausgemalt. Ich habe auf Farbverläufe geachtet. Das habe ich mit einigen von euch ja schon geübt. Das ist ein bisschen aufwendiger. Die Farben schön mischen, verlaufen lassen, muss aber nicht sein. Geht genauso anders. Wie wird das Ganze jetzt geknickt? Also, wenn ihr jetzt hier bei mir die Vorlage habt, dann knickt ihr einmal das Blatt nach der Hälfte. Da man das mit dem Drucker nie so genau hinbekommt, dass es dann die Blatthälfte ist, habe ich euch da so Markierungen angebracht. Also am besten knickt ihr das Ganze erstmal an der Markierung so nach hinten. Dann nehmt ihr diesen Knick her und knickt den Ganzen nach vorne. Und dann nehmt ihr die obere Blatthälfte und knickt die ganze nochmal zurück. Man kann, das ist nicht unbedingt nötig, aber es lässt sich dann schöner auffalten, wenn auch die untere Blatthälfte nochmal nach hinten geknickt wird. So in der Art. Schön mit dem Fingernagel oder mit dem Lineal drüber gehen, dass die Kanten wirklich gut geknickt sind. Ja, und wenn ihr das soweit habt, dann könnt ihr das Ganze ausmalen. Ihr könnt natürlich statt Buntstiften könnt ihr natürlich auch andere Farben verwenden. Wasserfarben, Wachsmalkreiden, Filzstifte, geht alles. Ihr könnt den Hintergrund hinmalen. Und wie gesagt, ihr könnt auch eigene Figuren euch ausdenken. Ich hoffe, ihr habt Spaß an der Arbeit und vielleicht schickt ihr mir die ein oder andere von euch, dass ich mich auch ein bisschen freuen kann. Tschüss!